Da sind wir wieder und es ist jetzt gerade 20 vor 8 morgens und ich kann nicht schlafen. Ich kann vor allem deshalb nicht schlafen, weil ich gerade auf den Gedanken gekommen bin, ich kaufe mir mal so ein Gaming-Headset oder vielleicht, ich habe schon ein bisschen drüber gelesen, vielleicht auch kein Gaming-Headset, sondern Kopfhörer und ein Mikrofon getrennt dann. Weil das wohl besser sein soll. Ich hatte auch vorhin schon eine Aufnahme angefangen, die allerdings nach 7 Minuten abgebrochen. Bin auch nicht sehr weit gelangt. Was hier ist nicht, die nach 7 Minuten abgebrochen, weil ich währenddessen im Hintergrund eine andere Folge gerendert habe und da hat es mir dann noch zu sehr gewackelt. Da dachte ich, das kannst du nicht zeigen. Dementsprechend stürzen wir uns jetzt nochmal ins Vergnügen. Ich wollte hier oben nochmal durchgehen. Tja, ein Gaming-Headset will ich mir kaufen, was auch. Es ist in dem Zusammenhang ganz praktisch, dass ich zu Weihnachten einen Amazon-Gutschein über 50 Euro bekommen habe. Vielleicht gebe ich auch ein bisschen mehr aus, man könnte das ja verrechnen. Nicht viel mehr wahrscheinlich. Ich habe ja die Geld. Aber ein bisschen was sollte sich damit ja machen lassen, was mache ich eigentlich gerade? Achso, okay. Und, ja, Bioshock hat auch gerade wieder selbstständig sämtliche Grafikeinstellungen und Steuerungseinstellungen wieder auf 1024x768 runtergesetzt. Ich spiele ja auf 1600x900. Das ist die Maximalauflösung, die mein Notebook hierher gibt. Und ich will kein anderes Plasmita hinten ran. Aber wie ich vorhin schon. Kartoffelchips. Okay, da lacht es. Oh, wo ist er denn? Da drüben ist er. Probieren wir was. Jupp, schon geholfen zu haben. Da gehen wir da drüben auch gleich nochmal durch. Was ist jetzt her? Oh, ah. Ich hab schon befürchtet. Ja, der ist umgeguckt und die unten ist. Ich hab schon befürchtet, dass die hinter mir ist. Noch einer. Scheiße. Ja, blöde Lachen, aber nichts zustande kriegen, ja, wa? Na, dann warten wir mal hier auf sie. Ja, komm ran. So. Ach ja, das Plasmid wollte ich versuchen. Das müsste doch eigentlich gehen. Geht aber nicht. Ich bin noch nicht so scharf darauf zu versuchen, darüber zu springen. Ich weiß nicht, ich versuche es mal. Ich speichere mal hier. Ne, aber funktioniert ja ganz toll. Nochmal so vielleicht. Und sie jein. Sind wir jetzt gelandet, jetzt stehen wir hier. Und hoch kommen wir natürlich auch nicht. Naja. So, runter tut aber nicht weh zum Glück. So, die andere Seite wollte ich noch abgehen. Ich gehe mal wieder auf die Elektro-Bolt.
Vorhin war ein männlicher Splicer da im Zuschauerraum. Aber nicht so wie so Eiler. Ne, das will ich doch vergessen, weil ich beeinflusse. Wir werden sie bestimmt irgendwann treffen. So, wir jetzt an der Kasse. Die ist natürlich leer, das Kino läuft ja super hier. Wo geht's überhaupt in dieser Doh? Gar nicht. Oder da? Nö, da nicht. Wir können auch die Loge auf der anderen Seite durchgucken. Das sollte aber offenbar nicht sollen sein. Weil es eventuell möglich wäre, dass sie, die wir vorhin abgeschossen haben, da auch noch irgendwo herumvegetiert, dass es diejenige ist, die hier gerade am unteren Weg lag. Aber da kommen wir wohl nicht durch. Das war ja denn natürlich, warte mal. Da kann man hochspringen, Junge. Ach, nee. Will er auch wieder nicht einsehen. So. Wollen die bei jedem in dem hier? Die wollen in dem. Das ist auch eine Eve-Spritze, die haben wir aber voll, das brauchen wir nicht. Mal einen kleinen Sand. Oh, super. Sehr schön, aber geklappt. Da ist auch ein Pep-Riegel. Da war noch irgendwas. Ach. Zwei Pep-Riegel und ein Krebskuchen. Deliziös. Bis wir auch in einer bestimmten Loge stehen, kann er rein, um da dran zu kommen. Denn die Tür der Loge da hinten, die ist abgeschlossen, da kommen wir sowieso nicht rein. So, probier ich nochmal hier ran, ob unsere Freundin sich da noch aufhält. Tut sie nicht, aber ist wohl die, dass die ruft. Wie viel haben wir noch in der Schrot? Auch ganz wenig, wir brauchen Schrotpatronen. Und wo renne ich jetzt eigentlich rum? Genau, hier sieht es so viel besser aus. Gehen wir mal hier oben durch. Oder fahren wir mit dem Aufzug wieder nach unten. Die Maus wackelt gerade sehr. Grazinga. Nachladen lohnt das schon, ne? Alle 16 Schuss drin, damit kriegen wir da rein. I know why you've come, little man. You've your own. Ach, Kinder, jetzt hat er wieder. Ich hab's ja gerade gesagt, der hat die Optionen wieder komplett umgestellt, jetzt hat die Untertitel wieder ausgemacht. Untertitel an. Weiter. One you'll paint with the blood of a man I once loved. Yes, I'll say. Wir sollen ja bekanntermaßen das Foto in sein Meisterwerk tun. Ich wollte allerdings nochmal durch den Tabakladen gehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich da was übersehen habe. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt auch noch wieder. Okay, erst mal hier am Verkaufsautomaten gucken. Aber da kriegen wir keine Schrotpatronen.
Machine Bank brauchen wir nicht. Ich bin mit dem, was ich jetzt habe, ganz zufrieden. Wo war jetzt der Tabakladen? Geschlossen. Da sind wir hergekommen und ja, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ärgerlich war ich hier unten hinter der Tür. Und die Tür geht nicht mehr auf, das heißt, wir kommen wahrscheinlich nicht mehr dahin zurück. Ich habe auch im echten Leben ein furchtbar schlechtes Ortsgedächtnis. Ich verirre mich überall. XXX. Da können wir es auch mal schön haben, ne? Ach, jetzt steht. Ja, das wäre geil. Hier steht er close. Sobald ich die Waffe wechsle, steht er closed. Witzig, witzig. Oder war der hier unten jetzt aber klar? When I am dust, this is what they'll point to. My quad tick. My masterpiece. Go ahead. Don't be afraid. Und stehen die da rum? Ah, diese Maschinengewehr ist so unfassbar schlecht. Das war sogar eine Release-Weise. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder, die hat. Die Troller hat uns vorhin schon mal, also beziehungsweise mir. Vorhin in der 7-Minuten-Aufnahme, die ich abgebrochen habe, schon viel Spaß bereitet, weil die da irgendwie schon angefangen hat rumzuspleißen. Patronen, Verbandskasten. Oh, da hinten. Ach, hier war der Tabakladen. Ach, stimmt, doch stimmt, doch stimmt. Wissen wir. Oder wo sind denn die? Da sind ja zwei. Sind die auf dem Klo? Ah! Ach, hier ist er. Aber. Das war natürlich eine ganz schlaue Idee, jetzt bei so einem Spider-Splicer, der Stromschläger verteilt, sich ins Wasser zu stellen. Mist, da hätte ich jetzt wirklich nachladen müssen. Hört wieder für die Chinesen an. Sah aber gerade sehr gut aus. Die, was sie gerade ins Wasser geworfen haben. Die hat ja mal etwas Kleber dabei. Die haben wir schon durchsucht. Ich möchte jetzt in diesen Tabakladen, weil ich das Gefühl habe, dass wir... Ach, hier ist ein Munitionsautomat, da können wir mal nach Schrot gucken. Ich werde mir das ja auch nie wieder kostet. 54. Oh, nee. 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 Wie sieht es mit dem Hacken aus? Nee. Pistole haben wir auch nur 6 Schuss. Naja. Außer wenn wir heute mit dem MG durch die Gegend. Ach, da ist er ja, da ist er ja, da ist er ja. Da ist ja der Tabakladen. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas sein wird, womit wir an das Plasmid kommen, das da im Atrium steht. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Es wäre auch cool, wenn man sich hier einfache Schrotpatronen basteln könnte. Das hat auch was für sich. Stimmt die hier, weil man nämlich nicht. Panzerbrechende Kugel, wenn wir die vertragen. Da ist
sehe. 7774. Ja, bevor wir uns das Tonband anhören, sehen wir erstmal, dass wir die Mutti hier fertig kriegen. Womit das erledigt wäre. Und Hector hat sie dabei gehabt. Sehr nett. Das kommt noch mehr. Stell mich mal einen Moment hier hin. Oder nee. Von da oder von da? Und nochmal nach oben gehen und durchgucken, aufräumen. Was ist noch gar nicht hier, okay. Lag die da gerade schon so? Na, da können wir uns erstmal das Tonband anhören. Fancy Cigarette. Ja, da kann ich eben Andreas oder wie der gerade hieß, nur zustimmen. Zigaretten mit, da stimmt ja wieder das Tanzbein. Oh, $25. Zigaretten mit Muscheln und irgendwelchen Eiern da drin, das werden hier auch raus. Da lade ich lieber nach und steck mir eine vernünftige an. Übrigens wird das wohl für eine ganze Weile die, das für eine ganze Weile zumindest für ein paar Tage, es wird sich anfühlen wie eine ganze Weile, die letzte Bioshock-Sitzung sein. Auf Kinder. Was soll's. So, das wird für eine Weile. Zumindest für ein paar Tage. Das wird mir wie eine Weile vorkommen. Die letzte Bioshock-Sitzung sei, weil ich noch so viel habe an Material, dass ich da jetzt erstmal noch ein bisschen mit arbeiten muss. Ich habe eine weitere Folge, das wird die Folge 5 insgesamt werden. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Folgen ich jetzt hier dann schon gemacht haben werde. In diesem Moment. Folge 5 insgesamt. Ich habe jetzt eine weitere Folge noch so quasi auf Knopfdruck fertig. Muss ich nur rendern. Und ich habe gerade hier drauf geschossen, weil ich dachte, da kommt einer durch. Deswegen habe ich da drauf geschossen. Weil die Türen sich bewegten, da dachte ich, da kommt einer dahinter vor. So, da widmen wir uns mal wieder unserem eigentlichen Ziele. Und zwar, hier ist das Atrium, das war da das hässliche Foto in der hässliche Dinge da tun. Ich dachte, da wäre schon wieder eine. Aber ist auch eine. Mit Plasmin habe ich es heute nicht so. Ich bin heute eher der Shooter. Was glänzt denn da? Kann ich das nicht? Ne?
Einfach nur ein Stein scheinbar. So. Da ist die Musebox. Hä? Soll doch eigentlich gehen jetzt. Idee. Aufpassen, dass ich mich jetzt nicht wieder verlaufe hier. Ach. Was war das? 7774. Ich probiere erstmal das hier aus, ob das geht. Ne, kann ich noch nicht dran. Die Idee ist folgende, vielleicht ist ja jetzt der Vorführraum da offen. Wo waren wir gleich? Stimmt hier hoch. Scheiße, den habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen. Wo ist er hin? So. Die habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen, aber ich habe überhaupt nicht gerechnet. Und das habe ich auch noch eine leere Spritze, ein Idiot. Da ist auch einer irgendwo. Die Kopfhörer knistern gerade. Sie haben sehr viele Störgeräusche drauf, deswegen. Da hat es gerade geblinkt, da kann ich was durchsuchen. Frage ist nur, wo? Achso, das war der Judenwind. Ne, hier ist immer noch zu. Mist. Wir brauchen nämlich scheinbar einen Schlüssel für das Dingsbar für die Vitrine da unten. Frage ist jetzt, wo der ist. Das ist ja wie schon bei Steinbell. Ich glaube, ich muss mal. Da würde ich die Gitarre nicht mehr benutzen. Ist aber echte Wertarbeit. Du kannst deinen Korpus schießen und trotzdem. Jetzt immer noch wunderbar. So, jetzt sind wir wieder, wo wir am Anfang waren. Aber es hilft ja nichts. Ich brauche einen Schlüssel.